Schicksale im Tagesschaum. Es ist wieder so weit, wir müssen reden über Menschen an beeindruckenden und mitreißenden, angsterfüllenden Gipfelpunkten ihrer Laufbahn. Ein Beispiel: nichts haftet so heftig wie der Fluch des Erfolges. Schlagersänger und ihr großer Hit. Helmut Kohl und die Wiedervereinigung. Pornodarsteller und ein gutes Buch. Und jetzt die Frage: Ist unser aller Gesichtsprofessor Guido Knopp auch so ein One-Trick-Pony? Oder ist One-Trick-Pony nur der Fachbegriff für seine Frisur? Knopp war beim ZDF mit einem Lebensthema verbunden, wie zuletzt nur Rex Gildo mit Hossa. Bis ins hohe Alter Baumärkte eröffnen. Wird es Knopp besser gehen? Irgendwas mit Hitler. Jawohl, der Ehrenpräsident unserer Lieblingsrubrik ist seit gestern wieder da. Guido Knopp, einem Millionenpublikum bekannt mit seiner Show Nepperschlepper Volksempfänger, nachdem er 1984 die Rechte am Nationalsozialismus komplett erworben hatte. Er setzte den unter Quotengesichtspunkten viel zu früh abgebrochenen Zweiten Weltkrieg fort. Regelmäßig überfielen seine Truppen Bildarchive. Ab 5.45 Uhr wurde umgeschnitten. Und Knopps wichtigster Helfer war dabei ein Mann namens Adolf Hitler. Ein Frührentner aus Österreich, den die Deutschen bis dahin noch gar nicht kannten. Anfang des Jahres nun hat sich Knopp in seinen aufwendig kolorierten Ruhestand verabschiedet. Hab noch nie in meinem Leben so viele erwachsene Männer weinen sehen. Doch Trost ist nah, etwas hat überlebt. Gestern um 13 Uhr kam er wie Asche aus dem Phönix. History Live nennt der Nachrichtensender die neue Knopp-Show. Das History Live könnte man auch einfach Gegenwart nennen, wenn man so reißerisch drauf wäre wie RTL 2. Erstes Thema gestern, fremder Freund. Das klingt verheißungsvoll, doch dann Amerika und wir. Herr Knopp, da kann man Hitler nicht mal als Talkgast einladen. Wir haben also einfach mal mitgestoppt. Wird Knopp es schaffen? Und falls ja, wie lange in Ihrem hoffentlich korrekt kriegsverdunkelten Fernseher zu sitzen, ohne ein Hitlerbild zu zeigen? 60 lange Minuten. Ihr Gastgeber ist Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer allerersten Sendung hier im Spiegelsaal von Klärchens Ballhaus, der Geschichte atmet. Draußen sieht man noch die Einschusslöcher. Jetzt wird es spannend, das Amerika, wie kommt er darüber, wie kommt er zu seinem Thema? Ja, das sieht sehr gut aus und jetzt bitte auf die Zeit achten. 1 Minute und 12 Sekunden, da sind wir, die Fans lagen sich in den Armen, in den Rechten natürlich. Die Wolfschanze gratulierte telegrafisch und Phoenix plant jetzt bereits eine weitere Knopfshow, eine Kochsendung, Vegetarier-Nachweis. Wir stoppen nächste Woche wieder mit, wenn es heißt, ich heiße Guido und bin Adolf Honecker.